Okay, eigentlich sollte das Video jetzt schon gestern kommen, aber irgendwie gab es einen YouTube-Bug und deswegen ging es jetzt nicht und ich außerdem hatte ich was vor und außerdem war ich beschäftigt und ich bin eigentlich jetzt ziemlich hardcore mega fertig. Also ich habe eigentlich so gut wie gar keinen Schlaf bekommen und ich bin eigentlich, also eigentlich müsste ich jetzt pennen, aber ja, ich werde auf jeden Fall das Video mal gucken. Ob ich das Video jetzt heute hochladen kann, weil irgendwie hat YouTube dreimal gesagt, Teichtyp nicht unterstützt und das weiß, verstehe ich einfach nicht. Ich habe das Ding fünfmal nochmal gerendert, fünfmal nochmal neu geschnitten. Das macht mich so wütend und jetzt habe ich aber das Alter, etwas einfach sein lassen. Ich werde es jetzt nochmal probieren und wenn es jetzt nicht klappt, dann ja, kann mich mal YouTube kreuzweise. Also, Entschuldigung an diese kleine Anmerkung gerade, aber ich musste jetzt einfach mal kurz meine Wut rauslassen. In Anführungszeichen. Also Wut rauslassen war das jetzt ja nicht wirklich. Das war eigentlich nur Information. Gut, dann aber jetzt erstmal viel Spaß mit diesem Part von Kirby Star Allies. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby Star Allies. Ja, im letzten Part sind wir ja von der Störbastion regelrecht geflohen. Und sind jetzt hier im Weltall angelangt. Und ich muss schon sagen, sehr interessantes Setting von der Overworld her. Und dieses Herbst-Theme gefällt mir tatsächlich auch sehr, sehr gut und mir gefällt mir wieder sehr, oh Gott, was hier. Huch, wer bist du denn? Oh, nicht schon wieder diese dumme Schlafmütze. Nee, 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 das ist ja nur so ein Troll. Bin auf jeden Fall sehr froh, was hier Dingsrums hier gemacht hat. Mit Kirby Star Allies, Hell Laboratory meine ich. So, ein weiteres Puzzleteil für uns und diese Schlafdinger, das sind absolute Troller. Ich habe noch keine Ahnung, was die jetzt genau bringen. Wie mache ich das? Moment. Das geht hier irgendwie nicht. Das ist ja irgendwie faul. Warte mal kurz. Brauche ich dafür diesen Schlafding? Schlafmützen? Ich weiß, wen ich dafür brauche. Ich brauche dich. Nein, bringt doch nicht um, ihr Scheißbomben. Nee, dich brauche ich okay, auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, ich brauche die Bomben. Nein. Okay, so, das war nix. Ah, nein. Ich mach mal noch. Alter, macht die viel Schaden. Holy shit. Mach mal noch richtig fett Selbstschaden. Auch immer gut. So, zack. Und bitte. Bleib mein Freund. Dankeschön. Und einmal kurz warten, bis er explodiert. Und einmal dann die Bombe hier entgegennehmen. Und gucken, was. Ich bin auch echt dumm. Hier kann man nicht ernsthaft lang. Okay. Wow. Wow. Ich denke wieder viel zu kompliziert, wie man es halt von mir kennt, ne? Aber hier ist einfach, hier kann man einfach lang und hier ist dann auch ein Bonus und so. Und eine Spinne, kann ich hier als Freund nehmen? Würde mich ja schon mal sehr interessieren. Oh, ich glaube, das geht, wa? Genau, ich kann auch einfach hinterm Faden herspringen. Oh, nee, das funktioniert nicht. Nee, die machen auch viel Schaden. Ich sollte aufpassen. Was ich jetzt als nächstes treibe. So. Alles Klärchen. Ich krieg ein großes, mega geiles Puzzleteil und ich werde jetzt diese Spinne. Krieg die Kraft zumindest von der Spinne und ich sollte jetzt auch auf jeden Fall mal. No way. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Okay, ich sollte auf jeden Fall auch eine von diesen Spinnen mindestens als CPU mal mehr nehmen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So, hier hört dann aber auch der Bonus auf und für mich geht's jetzt da rein. Mal wieder auf normale Oberwelt zu kommen. Hier, wo wir richtig hart gesackt haben. Also, wo ich richtig hart gesackt habe. Weil ich ja nichts gecheckt habe. So, hier kann man seine Power abgeben. Wieso das denn? Huch, das wollte ich jetzt auch nicht. Wirklich seltsam. Hier könnte ich theoretisch auch meine Freunde deportieren, aber möchte ich jetzt gerade nicht. Einmal Baseball. Ich glaube, den hatten wir noch nie. YOLO. Jim. Ich glaube, den hatten wir noch nie. Und Waddle-Doo. Okay. Ein normaler Waddle-Doo. Den Rock brauche ich jetzt auch nicht wirklich. Und ich glaube, jetzt kommt man zu einem Bosskampf. Super. Ich habe mich überhaupt nicht geheilt. Okay, hier ist was zu heilen. Alles klar, gut. Dann passt das, ja. Weil immer bei so einer großen Tür kommt man halt zu einem Bosskampf. Habe ich jetzt mittlerweile auch realisiert. Und wir kämpfen wieder gegen Wispy Woods oder was? Ah, geil. Gegen den haben wir ja schon im ersten Level gekämpft. Und da gibt es ja schon seit Kirby Land, glaube ich. Bin ich welch. Bin ich mir tatsächlich gar nicht sicher. Aber ich glaube schon, so. Erstmal mit, wo bin ich? Genau, mit Spider-Kirby richtig hardcore angehen. Alter, ich bin einfach nur da oben und
drescht den einfach richtig halt eins rein. Der trifft mich einfach überhaupt nicht, ne? Weil ich einfach die ganze Zeit oben in der Baumkrone war. Das ist schon episch. So, aufblasen bringt dir leider auch nichts, mein Freund. Du kriegst von links als auf die Fräse. Alter, ich bin einfach die ganze Zeit da oben und hau den kaputt. Guck, ich bin da oben in der Baumkrone. Das ist geil. So, und ich gebe dir sogar, glaube ich, den Final Hit. Ich bin mir jetzt immer nicht sicher gewesen. Richtig episch. Ja, da war ein da. Das tut mir irgendwie auch immer manchmal so ein bisschen leid, aber Kirsche. Hoch. Wo können wir die auch eigentlich werden? Nee, ne? Das wäre ja auch zu geil, wenn wir das Büro einfach werden könnten, aber das ist leider nicht der Fall. Okay, gut. So, ein Nashorn, dich brauchen wir jetzt eigentlich nicht, deswegen... Boah, die Spider ist so geil, Alter. Das ist ein richtiges Wrestler-Outfit, nenne ich das jetzt einfach mal. Verwandlung, besser gesagt. Nochmal Wispy Woods oder was? What the fuck ist das denn? Was ist das denn? Ey, sowas Dummes habe ich noch nie erlebt. Jiggy Woods, Alter. Get jiggy with it, würde ich sagen. Okay, mal gucken, ob das auch so einfach geht, wie Wispy Woods. Wahrscheinlich schon, wenn ich ihn die ganze Zeit einfach nur oben drauf haue. Der hat auf jeden Fall mehr Leben, das muss man sagen. Aber immerhin so ein Bosskampf-Rush hatten wir in dem Spiel jetzt auch noch nicht. Also das muss man ja auch mal positiv erwähnen. Der geht auch schon voll richtig krass ab. Kirby, zumindest Kirby geht dann, glaube ich, am meisten sogar ab da oben. Man sieht mich einfach nicht mehr. Ich drücke einfach die ganze Zeit B. Aber ich mache dem trotzdem immer Schaden. Zumindest nur ein bisschen auf jeden Fall. Oder mache ich dem sowieso... Mache ich dem Schaden oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. So, aber auch hier die gleiche Taktik wie... Aber ich hau einfach immer dagegen und dann macht er irgendwie Schaden. Das ist richtig, richtig lustig. Ich glaube, ich krieg noch nicht mal Schaden, weil ich einfach hier irgendwie out of reach bin. Das ist schon irgendwie richtig geil. Kann ich eigentlich schneller schlagen? Geht schneller? Ja, ich glaube schon. Genau. Oh, Alter. Geil gerettet, Digga. Geil, Digga. Oh, Gott. Nein, jetzt habe ich Schaden bekommen. Jetzt habe ich richtig fett eins in die Fresse bekommen. So. Ja. Mach mir ruhig Angst. Ich bin einfach hier oben und mashe den B-Button. Bam! Und dann ist er down. Der gute Jiggy Woods, Digga. Also, mit dem will ich auf jeden Fall nicht Jiggy getten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Boah, ey. Ja, da tanzen sie wieder alle ab. Ja, aber natürlich war das eine Anspielung auf dieses Lied von Will Smith da. Das mittlerweile so unglaublich ausgelutscht ist, finde ich. Oh! Hilfe. Okay, alles klar. Perfekt. Dann haben wir auch, glaube ich, das zweite Poster bald fertig. Und jetzt können wir mit einem weiteren Level weitermachen. Ja, mit einem weiteren Level weitermachen können wir sogar. Gab es hier ein Secret Exit? Fuck. Glaub schon, wa? Oder? Nee, gab's nicht. Alles klar. Nee, sehr gut. Da gibt's wahrscheinlich im nächsten Level Secret Exit. Hier habe ich ja leider nichts dergleichen gefunden. Oder ich glaube, ich habe sowas gefunden. Bin aber irgendwie nicht dran gekommen aus irgendeinem Grund. Aber ging sowieso nur zum Traumpalast, hoffe ich zumindest mal. Deswegen werde ich, ich werde Traumpalaste erstmal skippen. Vielleicht häng ich sie dann noch irgendwann dran. Aber Secret Exit möchte ich, also Secret Level möchte ich auf jeden Fall alle gespielt haben. So, Planet Oceanu, ein weiteres Wasserlevel. Die fand ich ja in den letzten Welten eigentlich immer ziemlich cool. Wobei ich ja eigentlich gar kein so großer Wasserwelten-Fan bin. Aber die in... Oh, den will ich haben. Den will ich so gerne haben, Digga. Dafür muss jetzt mal Waddle kurz raus. Und die will ich auch eigentlich einsaugen, weil ich die Fähigkeit habe. Aber die Spider ist auch schon ganz schön geil. Nee, dann bleib erstmal sharp, mein Bro. Oh, Strömung, auch wieder was Neues. Ist auch ziemlich geil, finde ich. Hier mal kurz warten. Damit der Spacken da unten nicht erwischt. Und hier muss man jetzt aufpassen. Aber ist schon heftig, Digga. Heftig. Gott. Ist schon ziemlich episch hier. Mit so Strömung. Und den haben wir und meine Freunde. Hier habe ich mich nicht hitten lassen. Das ist ein Wunder. So, rein da. War schon richtig geil. Also ist ein richtig cooles Level-Element, finde ich. Gefällt mir. So, hier geht's dann auch schon wieder raus und ich kann hier wieder gegen Boss kämpfen, wa? Nee, doch, kann ich. Warte mal, dann, wo bin ich? Ich bin da oben. Erstmal hier wieder zurechtfinden. So, aber es sind alles nur so Medi-Bosskämpfe, sag ich mal. Und Kirby macht die ja ganz gut alle. So, ihr seid doch alle absolute Nichtsnütze. Hätten wir die theoretisch capturen können? Weiß ich gar nicht. Bonkers, du bist also Diddy Kong Klon Nummer 30.000. Donkey Kong meine ich. Oh shit, der geht aber ganz schön ab, ey. Macht aber nicht so viel Schaden. Jetzt ist wieder eine gute Zeit zu attacken. Ja, versuch's nur. Du bist ein Lappen.
glaube, der ist sogar einfach, das ist sogar schwieriger zu besiegen als Whispy Woods oder der ganze Rest der Bande. Aber ganz ehrlich. Guck mal, der trifft mich nicht mit dem Spider. Das ist so geil, die Spider. Ich liebe die einfach jetzt schon. Die ist so episch. Ich kann einfach nur mashen, was das Zeug hat. Ich will die jetzt aber als Freund haben. So, Bonkers kann Jim erlösen. Die hat mir jetzt ja schon eine. Ah, nee, Spider hätte ich damit nicht erlösen können. Egal. Ist auf jeden Fall echt geil, die Konklon, muss ich schon sagen. So, zu dem Bonus muss ich vielleicht rein. Deswegen. Ja, ich glaube, ich muss jetzt. Leider, nein, bring doch nicht Stecki um. Nein. 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 Fuck. Okay, kann ich den respawnen, theoretisch? Warte mal kurz. Warte mal kurz. Einmal kurz hier schauen, ob ich den vielleicht respawnen kann. Wäre zumindest ganz nice. Okay. Mal schauen. Ich bin wirklich gespannt, ob man den respawnen kann. Ja, kann man. Boah, ich hätte schon fast einen Schreck bekommen. Nein, du sollst ihn nicht nehmen und wegwerfen. Oh, Gabi, du bist echt. Du bist ein Dulli. Ich will da rein in den Bonus, weil ich nicht weiß, ob da vielleicht das Secret Exit Schalter ist. Fuck. So, respawnt er jetzt? Oder muss ich erstmal die andere Plattform da hinten berühren? Nee, er respawnt jetzt schon. Das ist geil. So, jetzt habe ich ihn auch als Links. Jetzt muss leider die gute Komo dran glauben und mach doch einmal bitte hier. Hallo. Genau, Bonkers. Mach Bonkers meinetwegen zum Elektro-Dingen und dann, genau, hau mit Bonker da drauf und dann kann ich da rein. Richtig episch. Das hat Laune gemacht. Cooles Puzzle mal, Abwechslung, auch ein bisschen anspruchsvoller, an Anführungsstrichen. Nicht wirklich richtig krass anspruchsvoll, aber schon so ein bisschen nicht mehr so mega auf Kinderniveau. Und was haben wir da? Da ist doch was. Sehe ich doch mal direkt hier. Okay, da ist auf jeden Fall nichts, aber da ist einiges. Da geht einiges ab. Holy shit. Ich glaube, da geht sogar zum Level wieder zurück, oder? Bin mir ziemlich sicher. Dann gehe ich erstmal kurz unten da noch abchecken, was da noch war. Da ging es ja schließlich auch rein, aber da kann man nicht lang. Oder wie es ausschaut, geht das nicht. Nee. Das geht nicht. Dann müssen wir leider hier wieder hoch und dann hier dann das machen, was da steht. Und zwar ein Vierer. Kirby, Dingsbums, was auch immer. Nee, also so eine Brücke müssen wir erschaffen. Für den Waddle-Doo? Fragezeichen. Vielleicht brauchen wir ja den Waddle-Doo, um da lang zu kommen. Ah, nee, spawnt wieder so ein Ding. Was muss ich da machen? Ah, lol. Erstmal den roten. Und dann den blauen. Ich glaube, so ist ganz gut. Dann erstmal den roten, ne? Dann muss der blaue erstmal da weg. Nee, der blaue muss erstmal runter. So, und jetzt schnell runter. Und nein, jetzt ist der blaue trotzdem als erstes wieder hoch. Nee, so, der blaue muss runterfallen erstmal. Und der rote muss erstmal drauf. Ach so. Ach so, okay, so geht das anscheinend nicht. Oh, da muss ich jetzt aber echt überlegen, holy shit. Also der Schwierigkeitsgrad, der steigt schon um einiges an. Kann man sich mal erlauben, das zu sagen. In einem Kirby-Game, ne? Habt richtig gehört. Wahrscheinlich ist das sowieso viel simpler und ich stelle mich hier wieder richtig beschissen an. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der erste. Oh mein Gott, bin ich dumm. Warte mal. Ich mache hier absoluten Bullshit. Einen Moment. Scheiße. Okay, alle guten Dinge sind drei. Einen Moment. Ich habe absoluten Bullshit getrieben. Das war absoluter Crap. Einen Moment. Nee, das war ja gar nichts. Nee, ich muss, glaube ich, genau, nehmen die erstmal so. Und dann einmal so, damit die noch nicht runterfallen können. Oh, das geht auch nicht so easy. Irgendwie muss ich schaffen, den roten erstmal runterfallen zu lassen. Nach dem blauen. Oh, Scheiße. Batterielassung ist nach. Oh, ist auch nicht gut. Das ist ganz schön tricky, glaube ich. Ich glaube, es ist wirklich tricky. Ach, jetzt weiß ich wie. Jetzt weiß ich wie. Warte, komm doch mal hierher. Komm doch beide hierher, bitte. Einmal beide bitte hier drauf. Merci beaucoup. So, einmal dagegen, so. Ich glaube, so könnte es theoretisch funktionieren. Warte mal. Nee, es funktioniert nicht. Ich muss einen erstmal da runter schicken, so hoch. Dann muss ich den da runter laufen lassen. Nee, es funktioniert aber auch nicht so. Ach, meine Güte, ich bin voll überfordert gerade. weißt du was ich machen muss? Ich habe eine Idee. Nee, jetzt habe ich wirklich eine sinnvolle Idee. Einen Moment. Erstmal
hier den roten runterlaufen lassen. Sondern schnell den blauen hochlaufen und dann den roten wieder aufnehmen und dann haben wir es doch, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es dann haben. Ja, sollten es jetzt eigentlich haben. Erstmal der rote und dann der blaue, alles klar. Puh. Okay. Meine Güte, das war echt kniffliger, als man denkt. Fand ich jetzt. Aber wirklich cool gemacht. Muss man ja einfach mal sagen. So, hier war leider nur das, in Anführungsstrichen, leider nur das Dingsbums-Puzzleteil, aber ich nehme ja alles, was ich bekomme, schließlich, ne? Aber ich hätte mich jetzt hier mehr über den Secret Exit gewünscht, mehr über den Secret Exit gefreut, um ehrlich zu sein mit euch. So, jetzt erstmal hier wieder raus. So. Zack. Kirby, du bist einfach der geilste. Oh, und bei das Puzzleteil, gut, dass ich die Box zerstört habe. Hätte ich nämlich auch gut nicht machen können. Was haben wir da oben? Vielleicht da noch was Verstecktes? Sieht nicht so aus. Dann nicht. Dann lass uns hier runter. Und genau, hier rein. Und schauen, ob wir jetzt vielleicht den Secret Exit finden. Oh Gott, muss da lang. Ach, ich glaube, das... Ach so, okay. Oh Gott, was für fette Teile. Mensch, ey, die haben aber auch zu oft bei Magus in letzter Zeit. Nee, ich muss da rein. Vielleicht muss ich vielleicht da lang so. Geht es überhaupt? Nee, es geht nicht mal. Okay. Gegen Strömung anzukämpfen ist quasi impossible. Das ist also nicht gewollt. Holy shit, wie ich den noch bekommen habe. Ist ein Wunder. Mal real talk. So. Muss ich jetzt da weiter? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht, dass da das Secret Exit drin ist. Ich habe echt keinen Bock zu schneiden. Keinen Bock, den Secret Exit jetzt noch länger zu suchen. Zu schneiden ist auch quere, okay. Aber Secret Exit so lange jetzt zu suchen, habe ich jetzt also so richtige Sucherei weniger Bock drauf, um ehrlich zu sein. Huch, One-Up, geil. Warte, hier rein muss ich, ne? Genau. Boah. Das ist schon ein geiles Level, muss ich schon sagen. Es gefällt mir echt richtig heftig. Mal schauen, ob hier vielleicht noch was versteckt ist. Sag ich doch. Kann immer sein. Aber der Secret Exit jetzt nicht. Also das... Boah, voll gegen so einen Dulli gesprungen, geschwommen, besser gesagt. Gesprungen wäre Quatsch. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder auf Festland. Ach Quatsch, was laber ich? Sind wir überhaupt nicht. Ich laber absolut Bullshit. Nee, also gut. Hier brauchen wir nochmal Strom. Also, da könnte man vielleicht einer wieder ein bisschen elektrisieren. Bonkers vielleicht. Hallo? Es hat nicht Bonkers, nur den Elektro-Düssel. Fuck off! Gibt's doch nicht. Warte mal, kann ich hier nicht vielleicht irgendwie... Ich muss irgendwo stehen können. Wie kann ich hier stehen? Wo kann ich hier stehen? Wo kann ich hier stehen? Fuck, ich kann hier nirgendwo stehen, oder? Oh lol, das kommt hoch. Das kommt hoch. Das kommt hoch, wie geil. Komme ich jetzt trotzdem noch dran? Ich glaube schon, ne? Also einmal bitte elektrisieren, wenn es geht. Jetzt habe ich einen Elektro-Freund. Wurf, oh Gott. Habe ich es erwischt? Oh, ich habe einen erwischt. Aber ich habe jetzt leider hier das nicht erwischt. So, einmal bitte Bonkast. Ja. Mach das einmal bitte. Oh, erstmal alle abknutschen. Geil. Die rosa Knutschkugel. Die heißt ja nicht umsonst rosa Knutschkugel, wie gesagt. Genau. Hier ist der Schalter. Puh, alles klar. Jetzt bin ich auf jeden Fall um einiges erleichtert. Erleichterter. Ein Zusammenabschnitt. Ein Zusammenabschnitt. Wow. Ich sollte eine Lesebrille kaufen für demnächst. Ein Zusatzabschnitt natürlich. Durch Verwenden eines großen Schalters wurde ein Zusatzabschnitt auf deiner Weltenkarte freigeschaltet. Sehr nice. Dann lass uns hier raus. So. Den haben wir weggepustet auf Krampf und zack, der weg. Und einfach, das ist so geil, wenn man die einfach hier umtackeln kann. Da kommt mein inneres Kleinkind wieder raus hier, der alles immer umtackeln wollte. Kappa. So, alles klar. Was haben wir jetzt hier wieder für Scheiße? Auf jeden Fall ist hier mehr oder weniger die Kacke am Dampfen. Alles relativ gechillt hier oben. Und unten geht Post ab, hab ich das Gefühl. Warte mal, was ist denn da unten? Ich meine, wir haben ja alles. Die Kamera sucht nicht mit. Okay, was als ob da einer stirbt? Das ist doch unfair. Scheiße. Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Ich hoffe, es nimmt doch weiter auf. Fuck, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aus irgendeinem Grund spawn ich, aber hier habe ich einen Schlüssel, habe ich hier noch. Verstehe die Welt nicht mehr. Verstehe absolut nicht mehr. Aber gerade habe ich irgendeine
Key auf meiner Tastatur gedrückt. Das wollte ich gar nicht. Moment. Geh zurück, bitte. Aber ich könnte die eigentlich mal werden. Ich habe wieder ein bisschen Abwechslung zum ganzen Wrestlen. Ich hoffe mal einfach, dass ich jetzt hier nicht wieder schön synchronisieren muss, weil ich gerade auf irgendeine Taste gekommen bin. Weil mein Elgator hat gerade was komplett anderes angezeigt, als gerade aufgenommen wird. Wahrscheinlich bin ich auf die Falltasten gekommen oder so und habe da wieder irgendeinen Scheiß gebaut. Holy shit, ich kann einfach übers Wasser grinden wie Sonic, Alter. Holy shit, ist das geil. Zack, aber irgendwie gucken sie sich hier schon so ein bisschen auch was von anderen Games ab. Muss ich ja leider schon mal so mal sagen. Also so ein paar Donkey Kong Fässer und so waren ja auch schon mal. Oder dieser Bonkers, der sieht einfach original aus wie Donkey Kong. Genau. Wie Clonky Kong. Nee. Ich glaube, hier haben wir wieder dicken Bullshit. Aber ich hoffe jetzt auch so langsam, das Level könnte mal zu Ende sein. Weil der Part ist jetzt auch schon 19 Minuten 28 lang. Die Donkey Kong Fässer meine ich. Wie komme ich an die ran? Ich komme da irgendwie nicht mehr ran, wa? Oder? Komm ich noch ran? Ja, ich komme noch ran. Komm noch ran. Ich komme da nicht so einfach durch, habe ich das Gefühl. Nee, okay, dann können wir das vergessen. Oh doch, komm. Komm ich doch. Oh. Holy shit. Okay, ich dachte kurz, ich bin am Arsch, aber bin ich nicht. Gut. Ich glaube, man musste sogar da lang. Oh, alles komplett zerstören. Okay, Level beendet. Nice. Cooles, wirklich sehr, sehr cooles Level, muss ich schon sagen. Hat mir jetzt sehr zugesagt. Und wir kriegen so noch ein Bonusspiel und wir landen bei 2. Immerhin nicht 6, 7 oder Quatsch. Weiß gar nicht, wie viele Plätze es jetzt gibt. Aber wir haben immerhin 15 diese Vitalsterne bekommen. Ich meine, die zählen ja zu nichts zu 100% oder so. Hey, wir haben schon fast das zweite Puzzle-Dings wieder zusammen, ne? Das ist mir schon gerade eben aufgefallen, aber habe ich jetzt vergessen. Aber habe ich, glaube ich, eben gerade auch schon mal gesagt. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. So, das war's aber mal wieder für heute. Heute werde ich auf jeden Fall keine weiteren Level mehr zocken. Und da haben wir jetzt auch was freigeschaltet. Zusatzplanet A. Achso, das war der Zusatzplanet. Logischerweise noch mehr Abenteuer. Ein Zusatzschnitt wurde freigeschaltet. Das wurde uns ja schon mitgeteilt im Level. Alles klar, Leute. Auch das Level haben wir abgeschlossen. Ich glaube sogar zu 100%. Oder ich weiß nicht, ob diese Mini-Puzzleteile auch zu 100% zählen. Ich glaube schon. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal diesen Part Kirby Star Allies mal wieder beenden und hoffentlich hat euch dieser Part unterhalten und ja, ich werde jetzt erstmal ins Bett gehen und sage gute Nacht an alle Nachteulen und ciao, bis zum nächsten Mal für alle, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben oder schon Abonnenten sind. Ansonsten Abo dalassen, ne? Würde mich sehr freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal.